Und da wären wir wieder. Wir wollen töten. Mit einem Miner, der nicht weiß, wann er stirbt. Das ist nicht so schön. Und einen flexiblen Knappen. Yeah. Na komm, Kieselchen 2. Dabei fällt mir auf, ich hätte ganz gerne ein Feature, und zwar das Durchmischen von den Nachkommen. Ich glaube, das war im Nordosten der Burg. Also oben rechts. Also stufen den Knappen auf. Und hoffen, dass das hier irgendwo kommt. So, Potion ab. Oder war es beim Upgrade von meiner? Ja, wir müssen so oder so viel grinden. Als nächstes hören wir mal Magic Damage ab. Und das gab nur ein paar tolle Fenster. Aber gut. 3 Gold haben wir noch übrig. Das ist eine schöne Quote. Kann Charon sich freuen über 2 Münzen? Oder wie wird hochgerechnet? Ja. Es wird zu unseren Gunsten gerundet. Sehr schön. Zing. 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 Also Plan ist eigentlich Kisten finden. 1-2 Kisten ausplündern. Ah. 1-2 Kisten ausplündern und dann sterben. Weil 1-2 Kisten mit einem Miner müssten schon die 1000 Gold sein. Alle Gegner besiegen. Oh, das war falsche Richtung. Warum schießt du so schräg deine Eisbolzen? Ach so, du bist einer aus der Hölle. Der ganz rechts in der Mitte. Die sind echt unfair. Aber okay. Hops. Einfach schön taktisch nach und nach 1-2 Gegner ausschalten. Oh. Oh, du warst nicht eingeplant. Ich dachte, hier wäre nur Fernkämpfer. So. Ah. Oh. Nicht schön. Gar nicht schön. Wir wissen noch nicht, wie viele Lebenspunkte der Typ hier noch hat. Oder die Typette. So. Fertig. Vampirrune fürs Cape. Sehr schön. Wobei mir gleich auffällt, dass ich vergessen habe, das andere Ding freizuschalten. Was wir ja unbedingt machen wollten und so, ne? Oh. Und ich habe den Verdacht, wir halten nur noch so 2-3 Schläge aus. Deswegen ist es echt gut, dass hier eine Truhe ist. Und eine Blood Chestplate. Eine Truhe, wo natürlich kein Gold drin ist, wie wir es eigentlich haben wollten. Ah, man muss nur meckern, das passt schon. Wir finden bestimmt gleich irgendwas ganz Tolles. Wie eine Münze. Nee. Okay. So. Einmal kurz hochgucken. Achso, dich können wir noch töten. Oh. Ja. Nee. Da wäre schon mal eine Truhe. Das sieht doch soweit ganz machbar aus, weil wir einfach von unten alles weghauen können. Genau so. Gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Ja. So, Halbzeit, was Gold angeht. Du bist bestimmt du was. Jo. Du auch. Und Hühnchen, sehr schön. Also meine ungefähre Schätzung. Wir halten jetzt noch 3 bis 4 Treffer aus. Was wir natürlich nicht wissen, aber... Oh, kein Sonic-Fluch. Kein Sonic-Fluch und ein Extra-Leben. Ja, sehr geil. Weil vor allem mit dem Extra-Leben können wir vielleicht ganz kurz unsere Lebenspunkte sehen. Außerdem, nachdem wir tot sind und wieder aufgetaucht sind, haben wir nicht nur ein... Treffer an Lebenspunkten, sondern wir haben ja doch recht viele gehabt. Ich glaube, das waren so 30-40%, die man bekommt. Das ist schon ordentlich. Wow. Ja, okay, die Elemente lassen wir da. Oh, 911. Sehr schön. Wow. Und du hast Fußpulsen. Jo.
Oh. Kaputt. 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 Oh, und noch ein Hühnchen. Okay, langsam könnten wir auf 5 bis 6 Treffer sein. Obwohl, ich glaube, so viel hält der Miner insgesamt nicht mehr aus. 6 Treffer. Oh. Jedenfalls nicht mehr unsere momentane Ausrüstung. Oh, Hühnchen. 2 Hühnchen. Sehr schön. Und das waren gerade 12 Trefferpunkte von einem Hühnchen. Ein Hühnchen heilt 10% der Lebenspunkte, außer... Oh, oh, wir sind im schwarzen Raum. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Genau, also ein Hühnchen heilt 10% der Lebenspunkte, außer man ist ganz knapp vor seinem Max. Dann heilt er halt nur den Rest, denke ich mal. Das könnte man auch benutzen, um zu berechnen, quasi, wie viele Lebenspunkte man noch hat. Aber, ja. Haben bald 1200 Gold. Da muss ich nicht genau wissen, wann ich sterbe. Irgendwann passiert das und dann passiert es halt. Zing. Ganz schön viele Dummwasser hier. Und. Zu kurzes Schwert. Na gut, da müssen wir jetzt auch rüber. Da ist noch viel zu viel Zeug, das wir kaputt machen können. Sehr schön. Alle hopp. Au. Womit wir jetzt wieder auf 3 Treffer runter wären. Und sonst ist hier gar nichts. Nee. Na, mit etwas Glück ein Hühnchen oben im Kronleuchter. Oder eine Münze. So, runter, 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 runter. Hoch, 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 hoch. Au. Oh. Falscher Zeitpunkt zum Hochspringen. Es könnte auch bald der Übergang zum Wald kommen. Oh, das war zu weit. Hühnchen. Erstaunlich, wie weit der Miner sich bisher geschlagen hat. Also ja, wir haben ein, zwei neue Ausrüstungsgegenstände und ein paar Upgrades und so, aber... Okay. Und Hühnchen. Es sind keine Gegner hier, das ist noch machbar. Oh, das ist eine falsche Truhe. Aber die Skelette hier sind einfach. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Ja, es ist schön, dass wir eine silberne Brustplatte bekommen haben, aber... Eigentlich wollte ich, wenn wir schon im Maya-Gebiet sind, auch hier eine Goldkiste finden, weil die ja mehr Gold droppt. Aber na gut. So. Nein! Ey. Und sehen wir unsere Lebenspunkte? Nein. Na gut, bleiben wir einfach kurz hier. Verbraten unsere 2-3 Treffer hier und dann ist gut. Ja, weil das ist keine richtige Kiste gewesen. Ich hätte auf die Minimap gucken sollen. Und so viel zu 2-3 Treffer, ne? Na gut, wir waren ja auch im Maya-Gebiet, das passt schon. Und für einen Miner sehr schön. Mehr als eine Reihe Gegner. Und ordentlich Kohle. So, jetzt aber. Paladin. 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 Der schwule Paladin. Mit einem Chakram und sonst nichts Besonderem. Und auch keinem Nachteil. Den nehme ich mal. 1600. Da wollen wir jetzt aber unbedingt die Runen freischalten. So, und zwar nicht hier. Sondern hier. 700. 875. Ja, sehr schön. Das passt doch super. Das heißt, wir müssten jetzt pro Gegner 3 HP zurückbekommen. 2 wegen der Blutrune und 1 wegen der Balance-Rune. Ja, sehr schön. Dann müsste mit dem Paladin auf jeden Fall richtig gut aufräumen können. Wenn wir nicht irgendwo in Feuer laufen. No. Glücksspiel, nö. Obwohl, warte mal, wir haben eh nur 24 Gold. Dann mache ich das jetzt mal, weil wir eh nichts verlieren können. Vielleicht kriege ich ja so irgendwie...
Ja, du Arsch. Ich kriege ja so irgendwie einen Erfolg. Wenn es denn überhaupt einen gibt, ich sollte echt mal auf Steam nachgucken. Aber das verdirbt so ein bisschen die Spannung. So. Ganz schön viele gegnerfreie Räume bisher. Und jo, 3 Trefferpunkte. Sehr schön. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall den ersten Bereich hier komplett leeren. Und dann im Wald weitermachen. Hallo. Und Chakram wäre eine ganz gute Waffe, um den Boss zu versuchen. Also weil er davon bestimmt 3-mal getroffen wird. Mit etwas Glück sogar 4-mal. Also 2-mal auf dem Hinweg, 2-mal auf dem Rückweg. Oh, mal gucken. Erstmal, wie gesagt, das ganze erste Level clearen. Das haben wir bisher noch nicht so wirklich häufig geschafft. Es wäre schön, wenn wir das jetzt durchgehen könnten. Also mit ordentlichen Charakteren. Oh. Die stehen auf die Flammenspucke. Oh, Goldsack, sehr schön. Nix, okay. Kaputt, 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 kaputt. Und die sind auch One-Hits, sehr schön. Das war bei der Minarette eben ein wenig nervig, dass man selbst die fliegenden Puschelbuschel da mit 2 Schlägen erst töten konnte. Ja, ich glaube, es sind eher Geister als Puschelwuschel, aber passt schon. Oh. Zing. Ja, Ritter One-Hit, so muss das sein. Die Silberbrustplatte könnte noch ganz interessant sein. Und hier wäre der Boss. Yeah. Wir haben volle Lebenspunkte. Wir haben mächtigen Helden. Ja, komm. Komm schon, Sidder. Achso, nicht Sidder, sondern Kidder. Okay. Oh, da sollten wir auf dem Boden stehen bei der Phase, genau. Achso, bei der Phase sollten wir einmal rumlaufen. Aber ich hätte weiterspringen sollen. Das läuft falsch rum. Falsch rum, falsch rum, falsch rum, falsch rum. Ja, hier ist auf dem Boden stehen, richtig. Einmal im Kreis laufen. Mit dem Chakram ist gerade echt gut. Nur machen sie leider viel zu wenig Schaden, weil kein Magie ab. So. Und kaputt. Gold, 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 Gold. Bam, Gold. Und Stats. Zing. Angriffskraft, Rüstung und HP. Wusch. Mhm. Und dich kaputt. Das Teleportieren nach dem Bosskampf erinnert mich so ein bisschen an Mega Man. Also ein Mega Man in dem Stil wäre auch richtig geil. Also ich habe schon lange keine Mega Man-Titel mehr gespielt, aber das war, glaube ich, damals Mega Man X1 und 2. Wo man sich aussuchen konnte, zu welchen Bossen man direkt geht und so. Das fand ich schon sehr schick. Oh. Aber ja, die Jungs, die das Spiel entwickelt haben, haben eine Menge, was sie tun könnten. Was mache ich eigentlich hier? Um noch mehr Leute auf das Spiel aufmerksam zu machen. Ich sollte hier gleich raus. Das sind viel zu viele Gegner. Ja komm, raus, 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 raus. Das war echt nicht so geplant. Was kommt davon, wenn man irgendwie von Mega Man die ganze Zeit redet? Plötzlich merkt man, hey, ich bin in einem ganz bösen Gebiet und hey, ich bin ja gleich tot. Okay, gib mir ein Hühnchen. Ihr seid keine Hühnchen. Ihr würdet Lebenspunkte geben, aber... Oh. Aber ich komme nicht an euch ran. So. An dich. Uah. Dich komme ich ran. An den Zombie nicht wegen Dingens, aber an dich komme ich.
Schön Lebenspunkte. Goodie, goodie. Zing, zing. Yeah. Hopp. Wow, warum kannst du rausschießen? Beach. So. Der ganze Raum war eigentlich sinnlos, wenn ich nicht die Lebenspunkte bekommen hätte. Aber okay. Also nochmal hier durch, ohne getroffen zu werden.